Freunde, liebe Mitbürger, liebe Zeitgenossen, die Alternative für Deutschland gibt es, weil es dringend eine politische Bewegung, eine demokratische Partei geben muss, die auf die Verwüstungen im politischen Raum, auf die Verwüstungen in unserer Gesellschaft, auf die Verwüstungen im Kultursektor und in unseren Medien reagiert und aufmerksam machen muss. Der Name Alternative ist natürlich auch eine Reaktion auf den unsäglich dummen und öfters getätigten Ausspruch der Bundeskanzlerin, dass diese oder jene politische Entscheidung alternativlos sei. Mich erinnert diese propagierte Alternativlosigkeit der Kanzlerin als eine politische Geistlosigkeit ohnegleichen. Immer an ein Zitat aus monarchischen Zeiten, nämlich an den Gustav von Rochow, der einstmals preußischer Innenminister war. Er sagte damals: Es ist dem Untertanen untersagt, seine begrenzten Einsichten als Maßstab an die Entscheidungen der Obrigkeit anzulegen. Die von Frau Merkel propagierte Alternativlosigkeit heißt demnach, in die Sprache des normalen und gemeinen Bürgers übersetzt, doch nichts anderes als: Halt's Maul, Bürger, du verstehst von der Sache nichts. Alternativlos heißt also auch: Wir Politiker entscheiden und wir haben es auch nicht nötig, uns beim Bürger rückzuversichern. Aber die Politiker täuschen sich. Wir demokratisch gesinnten Bürger nehmen es nicht mehr hin, dass wir ungefragt und ohne Zustimmung in eine wohlstandsschädliche Währungsunion und dann in eine Bankenunion und dann still und heimlich in eine Schuldenunion und dann in eine Transferunion und dann in eine Sozialunion und dann endgültig in eine Armutsunion geführt zu werden. Das Experiment Euro ist gescheitert. Rettung ist ein Unwort, denn Insolvenzverschleppung wäre das deutlich unangenehmere, aber nichtsdestoweniger richtige Wort. Wir sagen euch, Politiker der etablierten Altparteien, die ihr unheilbare Euromantiker seid: Wir lehnen den Euro doch nicht ab, weil wir die D-Mark wieder haben wollen, sondern weil der Euro eine schädliche, dysfunktionale und eine uns alle bedrohende Fehlkonstruktion ist. Frau Merkel und Herr Schäuble, verschweigen Sie uns doch nicht fortdauernd die Risiken Ihrer irrationalen Unsinnspolitik. Bekennen Sie doch endlich, was die wahre und was das wahre Ziel Ihrer Europolitik und die Ihrer Komplizen in der Pseudo-Opposition ist. Was Sie doch wollen, ist die Schaffung eines kollektivistischen und sozialistischen Superstaats mit zentralistischer Lenkung, identischer Fiskalpolitik und einer umverteilenden Transferunion, in dem die meisten Bürger auf eine gleiche Armutsebene herabgezwungen werden sollen. Kurz, das vollkommene Politikerparadies, die Schaffung eines neuen Feudalsystems mit dem neuen Politadel an der Spitze und unten dann das tributpflichtige Volk. Wir haben in unserem Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland zu den wichtigen Dingen in diesem, unserem Land und in Europa eindeutige Positionen bezogen. Deutschland hat eine Menge Probleme, die aber nicht angesprochen, ja förmlich tabuisiert werden von unseren Politikern. Deutschland geht eindeutig den falschen Weg. Deutschland entscheidet sich in vielen Politikfeldern falsch. Deutschlands politische Elite steuert von der selbstverschuldeten Finanz- und Eurokrise und der ebenfalls selbstverschuldeten illegalen Zuwanderungskrise getrieben einen verhängnisvollen Kurs. 8
für die Zukunft der Nation existenziellen Fragen des Politischen sind aufgeworfen. Nicht eine dieser Fragen ist beantwortet. Schlimmer noch, die dringend notwendige Debatte über die künftige Ausrichtung der deutschen Nation wird durch die politischen Eliten verweigert. Die etablierten Parteien, die man auch als eine Beutegemeinschaft mit ihren willfährigen Afterorganisationen, nämlich den Kirchen, den Gewerkschaften, den Medien, den NGOs, den Unternehmen der Sozial- und Wohlfahrtsindustrie bezeichnen kann, sind ausschließlich machtfixiert und pfründeversessen und ganz und gar nicht am Wohle der werteschaffenden Bürger interessiert. Diese alle zusammen als Beutegemeinschaft ignorieren die gesellschaftlichen und politischen Realitäten in Deutschland. Die Politiker verlieren sich in Nebensächlichkeiten, sie banalisieren das Hochpolitische und sie priorisieren das Banale. Sie moralisieren, wo man rationale Entscheidungen erwarten würde. Liebe Zuschauer, wir wollen Ihnen in dieser kleinen Videoserie nach und nach die Irrwege der deutschen Politik aufzeigen und näher erläutern. Beim nächsten Mal wollen wir uns die erste der 8 existenziellen Fragen, die Deutschland zu beantworten hat, stellen. Und diese Frage lautet: Welche Staatsform wollen wir bewahren? Doch für heute soll es damit sein Bewenden haben. Morgen ist ein neuer Tag. Und bald, meine lieben Zuschauer, wird eine neue, eine alternative Politik durch uns ermöglicht werden. Gute Nacht, Deutschland!